hängt die Karte noch. Regel Nummer 1, die Reise beginnt am Brunnen von Löching. Regel Nummer 2, die Reise muss auf dem Mofa gemacht werden. Regel Nummer 3, die Teilnehmer verpflichten sich, Sex zu haben. Auf dem Bauch, dreh dich um. Die gesamte Karte auf einmal beim Griechen zu essen. Ich weiß trotzdem nicht, ob wir jetzt jede dämliche Idee machen müssen, die wir als 15-Jährige hatten. Doch. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe von der Sendung Kinocast. Nicht verwandt oder verschwägert mit der App, die verboten ist. Herzlich willkommen, Kate. Hallo. Hallo. Und meine Wenigkeit ist der Erik. Wir nehmen heute auf am 7.10. für die, die aus dem Osten kommen. Da hatten wir früher immer frei. Heute ist Sonntag. Also früher war das Republikgeburtstag zu DDR-Zeiten. Ja, genau. Da gab es immer einen freien Tag. Republikanische Grüße. Hä, nee. Ich war aber heute bei der Fritzle-Party. Da war auch eine Feier. Gut, was es halt so zu feiern gab, ne? Ja. Wir haben auch noch ein paar Filme mitgebracht. Und ein bisschen was über ein bisschen über Kino reden, über Fernsehserien. Hatte Kate bestimmt wieder irgendwas Cooles geguckt, was es da so Neues gibt. Und schauen wir einfach mal, wohin es uns treibt hier, das Gespräch. Wir beginnen erstmal mit der Sneak Preview. Und da hatten wir einen Film, wo viele gefragt haben, wie passt der Tipp von letzte Woche mit Ernie auf diesen Film? Weil der Film heißt 25 Kilometer pro Stunde und nicht etwa 25 Stundenkilometer. Das ist falsch. Merkt euch das ein für alle Mal, liebe Hörer. Sagt niemals Stundenkilometer, denn es ist nicht die Anzahl von Stunden, die ihr pro Kilometer braucht, sondern es ist die Anzahl von Kilometern pro Stunde. Ja, man sagt es doch so. Nein, sagt man nicht. Das ist völlig falsch. Ja, doch, wenn man es ausspricht, sagt man es aber so. 25 Kilometer pro aber Stunde. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Sagt man. Man sagt 25 Kilometer. Man sagt einfach Kilometer, Kilometer oder km/h, genau. Aber man sagt nie Stundenkilometer. Das heißt ja nicht, Stunde, also h durch Kilometer, egal. Ja, egal. Hat mir mein alter Physiklehrer beim Physikleistungskurs eingebläut und das habe ich bis heute gemerkt. Das stimmt auch. Ja, natürlich stimmt. Sagen viele falsch. Also 25 km/h, das ist nämlich die Geschwindigkeit, die die Mofas erreichen können. Weiß gar nicht, hat man die nicht früher frisiert oder so? Ich hatte nie eins. Ja, ich glaube, die waren auch teilweise ein bisschen schneller unterwegs, ja, oder? Ich weiß nicht, ich hatte ein Moped, ein S51, 1C1 damals. Und die ist eh schon 60 gefahren. Also es war ja kein Mofa, das war ja ein richtiges Moped, da musste ich Führerschein machen. Aber diese Mofas hier in dem Film haben halt eben diese maximale Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Und Bjarne Mädel spielt hier die Hauptrolle. Man kennt ihn zum Beispiel als Ernie aus Stromberg, deswegen wahrscheinlich der Tipp. Ah. Das war seine Durchbruchrolle, würde ich fast mal sagen. Mhm. Ist aber eine Rolle, mit der er jetzt heutzutage eigentlich nicht mehr so richtig mag er nicht mehr, wenn man ihn nur darauf reduziert. Er hat ja zum Beispiel auch den Tatortreiniger großartig gespielt, den Schotti. Habe ich übrigens jetzt gestern erst eine meiner Lieblingsfolgen nochmal geguckt, wo er bei diesen Nazis da aufräumen muss und herrlich. Ja, jedenfalls Bjarne Mädel, dem sein Vater ist verstorben und das spielt im Schwarzwald. Und sein Bruder, der schon vor längerer Zeit den Schwarzwald verlassen hat und irgendwie ja, kosmopolit in der Welt unterwegs ist für seine Firma, auf den warten sie alle noch mit der Beerdigung und der kommt aber zu spät. Und da gibt es dann schon die erste kleine Rangelei und dann dieser Lars Eidinger heißt er auch, der Christian und der Bjarne Mädel, die Rolle heißt Georg. Und der Christian, der kommt halt zu spät und sieht dann zum ersten Mal seit langer Zeit wieder das Elternhaus und sein altes Zimmer, wo er gelebt hat früher. Und er, ja, dann kommen so die Kindheitserinnerungen wieder hoch und Georg alias Bjarne Mädel, der ist, ja, steht ihm am Anfang sehr, sehr ablehnend gegenüber, weil der hat ihn irgendwie so viele Jahre nicht gesehen. Aber letzten Endes kommt eben wieder dieses Brüderliche doch auch durch, dass die beide doch was hatten, wo sie
ja, wo sie Spaß dran hatten. Also sie spielen dann zum Beispiel Tischtennis oben auf dem Dachboden und kommen sich dadurch wieder ein bisschen, nähern sich wieder ein bisschen an, obwohl sie sich irgendwie jahrelang nicht gesehen haben. Aber so die Verbindung, die Connection von Geschwistern, die ist halt dann immer noch da. Und er kann ihm das, er nimmt ihm das zwar schon übel, was da gelaufen ist, aber jetzt auch nicht so richtig. Und dann kommt oder stellen irgendwie beide fest, dass beide gerade irgendwie an so einem Punkt in ihrem Leben sind. Der Christian, der immer von seiner Firma hin und her geschickt wird, kriegt ständig Anrufe, dass er sich um irgendeinen wichtigen Kunden kümmern muss, selbst während der Beerdigung seines Vaters und so. Und der Bjarne Mädel, der ist sein ganzes Leben lang dort in diesem, ich nenne es jetzt mal Kaff, aber ich meine, also ein schönes kleines Örtchen ist das, aber ja, es ist halt doch etwas einengend, diese Atmosphäre, und er ist sein Leben lang dort geblieben, nie richtig rausgekommen, hat dort irgendwie so eine kleine Tischlerwerkstatt, wo er so lokale Aufträge erledigt, und hat sich halt immer noch mit um den kranken Vater damals gekümmert. Und für den hat das natürlich auch jetzt ein bisschen Schmerz bedeutet, dass der Vater verstorben ist, aber auch eine gewisse Erleichterung, denn jetzt ist er quasi nicht mehr so sehr an diesen Ort gebunden an sich. Und beide nehmen dann irgendwann ihr oder gucken danach im Schuppen, ob da ihre Mofas noch sind, und wollen dann eine Runde drehen und finden auch noch so einen Zettel, so eine Art Bucketlist, die sie gemacht hatten, als sie ganz klein waren. So nach dem Motto, ja, Deutschland-Tour, was wollten wir schon immer mal machen? Ja, irgendwie mit den Mofas da und dort lang fahren und dann quasi bis an die Nordsee, ist das ja, Timmendorfer Strand, bis an die Nordsee, also bis ans Meer, und dort mal reinpullern. Und dann ist quasi der Auftrag erfüllt, und auf dem Weg wollen sie noch. Die Jungs halt so ausdenken, ja, ne? Ich habe mir sowas nicht ausgedacht. in ihrem alkoholisierten Zustand kommen sie dann halt auch auf die Idee, das einfach jetzt sofort einfach mal umzusetzen, ja. Und wollen mit den Mofas einfach dann losfahren. Und gesagt, getan, das machen sie dann auch. Kommen natürlich so am ersten Morgen im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen die erste Ernüchterung, aber sie ziehen es dann doch weiter durch und nähern sich auch auf dieser Reise immer wieder ein bisschen mehr gegenseitig an, und jeder erfährt so ein bisschen was von dem anderen, was er vorher nicht wusste, und jeder hilft dem anderen bewusst oder unbewusst auch bei der Bewältigung von irgendwelchen persönlichen Blockaden. Und ja, also vielleicht kam, also viel mehr, ich möchte jetzt gar nicht mal erzählen, was der noch für Wendungen nimmt, der Film, und in welche Richtung der dann geht. Das wäre, glaube ich, zu viel. Auch eins von diesen etwas größeren Enthüllungen, die da kommen, will ich mal nicht vorwegnehmen, weil der Film lebt ja einfach davon. Ne? Das wäre dann, glaube ich, ein zu großer Spoiler. Ja. Und? Ich fand den total charmant. Das war ein richtig, richtig charmanter deutscher Road-Movie. Wobei ich fand es ein bisschen seltsam, wie schnell die tatsächlich vorangekommen sind. Klar, die haben wahrscheinlich lang auch mal immer wieder so Cuts drin gehabt, dass sie so Zeitsprünge hatten. Aber trotz allem fand ich das ein bisschen sehr schnell, wie sie da angekommen sind, vorangekommen sind. Und man sieht sie im ganzen Film auch nur einmal tanken. Das fand ich auch sehr witzig. Aber darüber hinaus war das die Geschichte von diesen beiden Brüdern, die sich erst so, die früher so ein Herz und eine Seele waren, dann haben sie sich entfremdet und jetzt finden sie quasi wieder dorthin zurück. Das fand ich echt charmant. Der Grund, warum sie wieder zusammenfinden, ist natürlich traurig, wenn der Vater stirbt, klar. Aber es kommt ja auch ein bisschen so durch, dass der Vater nicht immer ein guter Vater war. Der war wohl sehr streng, so wie ich das jetzt rausempfunden habe aus dem Film. Aber die beiden haben halt auch Talente, und die beiden, also wird dann auch immer mehr über den Film klar, dass sie als Kinder unzertrennlich waren. Sie haben lauter Aktivitäten, die sie zusammen gemacht haben, die sie dann jetzt in ihrem, wo sie erwachsen sind, immer noch ausführen, weil sie einfach ein Team waren. Und ich fand den Film einfach, man kann es gar nicht sagen, anders sagen, ich fand ihn charmant. Ja, war das echt schön gemacht. Also ich fand den Soundtrack am Anfang auch geil. Also am Anfang war so der Soundtrack von damals, ja, als die beiden jung waren, so ungefähr. Das war halt auch so ungefähr meine Zeit. Also da kam halt wirklich New Order, Depeche Mode und The Cure und sonst was. Also es war wirklich eine Freude. Meistens
versuchen die ja gerade bei solchen, ich nenne es mal kleineren Produktionen, dann solche Lizenzkosten für Musikstücke gering zu halten und nehmen dann halt irgendwas ja aus dem Repertoire, so was da passen könnte, was vielleicht billiger ist. Nee, die haben hier die richtigen Songs genommen von den richtigen Künstlern und zeigt halt auch so, er geht halt am Anfang auch in sein Zimmer rein, da hängen halt auch so Poster von Depeche Mode und weiß nicht, was er da noch so alles hatte und von irgendwelchen Filmen von damals und ja, das passt dann halt alles sehr, sehr gut zusammen. Später ändert sich das noch ein bisschen. Der Film, der meandert dann so sehr stark dahin, also genauso wie die beiden sich da treiben lassen auf ihrer Reise, so nach dem Motto, ja, wir biegen hier jede dritte irgendwie rechts ab oder so und jede zweite rechts. Oder zweite, wie auch immer. Ich fand einige, zum Beispiel Franka Potente hat noch eine Rolle. Mhm. Ich fand deren Geschichte völlig unnötig, die drin ist. Also ja. Das ist halt auch so eine Stelle, ich will jetzt nicht zu viel verraten, da kommen sie halt in so eine Stadt und da lernen sie dann halt auch die Franka Potente kennen und unterhalten sich dann auch mit ihr und da gibt es dann, also das fand ich irgendwie unnötig, so dieses Ding. Also ein paar andere Sachen, die fand ich schon interessanter, aber das hat auch irgendwie später keine Rolle mehr gespielt. Ich habe auch dieses Wurzelfestival nicht verstanden, warum das drin war. Das ist ja das. Ja. Das ist das mit Franka Potente ist ja das auf dem Dorffest. Ach so, war das nicht das Fest? Nee. Nee, das war doch das, wo sie dann später im Whirlpool sind. Das mit dem Wurzelfest ist, wo sie die Anhalterin mitnehmen. Ach so, das, ja. Das habe ich auch nicht verstanden. Das war, finde ich, auch unnötig. Ja, aber gut, sie haben halt so ein Roadmovie, wo man halt eben verschiedene Dinge erlebt, die man sonst vielleicht nicht erlebt hätte, weil auf so ein komisches Wurzelfest, ja. Ja, aber selbst diese Dinge kann ich hinwegsehen, über diese kleinen wo sie halt so reinkommen durch Zufall, weil sie da langfahren, über diese Nichtigkeiten kann ich fast hinwegsehen, weil der Film mich an anderen Stellen so arg mitgenommen hat, dass ich ihn einfach nur süß fände. Also wirklich, es gibt Sachen, da rege ich mich tierisch drüber auf, weil so unnötige Szenen oder so unnötige Teilgeschichten einen Film ruinieren können. Und das ist in dem Fall einfach nicht passiert. Ja, das gehört einfach zur Geschichte und gut ist. Der Film hat unglaubliches Glück mit seinen Hauptdarstellern, finde ich, weil das hätte wahrscheinlich mit anderen nicht funktioniert, weil die beiden Hauptdarsteller, die bügeln so viele von diesen Drehbuchlöchern irgendwie weg, weil das einfach so gut funktioniert. Man kauft es dem total ab, dass der eben weggegangen ist. Und das ist alles irgendwie glaubwürdig und das ist glaubwürdig untersetzt. Wenn du in sein Zimmer gehst, das passt halt alles, ne? Was da so für Poster hängen aus der damaligen Zeit und so. Das haut halt wirklich hin. Ne? Also das ist jetzt nicht, wo man denkt, oh, das ist aber jetzt seltsam. Warum macht der das jetzt, ne? Oder so. Ja, also da hast du vollkommen recht. Weil blödes Beispiel, aber ich kann es ja auch meiner eigenen Familie sprechen. Meine Schwester lebt nicht hier. Die ist ausgewandert, ist weit weg. Ja? Aber es ist egal, wie alt wir werden, wie viel Zeit dazwischen ist, egal wie lange wir uns nicht sehen. Sobald wir uns sehen, ist alles wie immer. Wir sind Schwestern, wir machen Blödsinn, wir bubeln rum. Ja? Da ist egal, wie viel Zeit dazwischen war und wie lange man sich nicht gesehen hat. Und das zeigt der Film auch, dass einfach Blut dicker ist als Wasser. Und dass man immer Familie ist, egal wohin die Wege führen. Und das fand ich schön. Ja. Ich fand ihn auch sehr, sehr cool gemacht, den Film mit relativ wenig Mitteln. Viel Lokalkolorit, würde ich es mal nennen. Also man sieht jetzt nicht so diese typischen Sachen. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt mal irgendwelche markanten Sehenswürdigkeiten gesehen hat. Da gab es einmal so eine Stelle, da habe ich gedacht, ich hätte irgendwie Marbach am Neckar erkannt oder sowas. Aber der umschifft ganz bewusst so, dass dieses ganze Abkreuzen von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, damit irgendwie die Leute sagen, ah cool, das war drin und ja cool, hier unser Rathaus war zu sehen oder sowas. Und der bringt da wirklich viel Sympathie mit, auch für die Dorfbevölkerung, für die Landbevölkerung und was da teilweise so für skurrile Ideen sind. Wahrscheinlich sollten sich so Drehbuchautoren, wenn denen nichts mehr einfällt, sollten sich einfach mal so ein bisschen
aufs Land begeben, so irgendwie eine dörfliche Gemeinschaft, da einfach mal so irgendwie so ein, zwei, drei Wochen irgendwie mal in Kontakt mit Leuten kommen, da erfahren sie so viele Geschichten. Ja, also von mir, warte mal, was habe ich denn überhaupt in unsere Gruppe gegeben? Das muss, kann ich immer vergleichen. Dann ich habe es schon eingetragen gehabt. Ich habe 8 Punkte gegeben hier. Ja, achso, du hast hier, hast schon da übertragen, ja, weil ich, ist immer so, manchmal ändert sich ja die Meinung im Nachhinein nochmal ein bisschen. Hier ist es aber nicht so, nö, also 8 Punkte gebe ich dem, stehe ich voll dahinter. Und können wir mal gucken hier, also eine Person hat 5 gegeben, eine Person hat auch 10 gegeben. Der Rest spielt sich zwischen 7, 8 und 9 ab, wenn ich es richtig sehe. Also, ja, das ist doch gut. Der Chris, auch wenn er heute nicht dabei ist, gibt 7 Punkte, sehe ich gerade. Ja, war cool. Schöner Film, gute Sneak vor allem, fand ich. Sind zwar, ist da jemand rausgegangen, weiß gar nicht mehr. Nee, also, ich glaube nicht. Ein, was hatte ich also, und wenn, dann glaube ich, wenn jemand also bei so einem Film rausgeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es wegen einem Film ist. Ich schaue gerade, also der Film ging natürlich 116 Minuten. Das hat, irgendwann hatte ich dann auch gedacht, so, ah, jetzt wird er gleich vorbei sein. Er war doch noch nicht vorbei, dann kam da doch noch ein ganzes Stück. Lag aber nur daran, weil ich irgendwie zeitmäßig das Gefühl hatte, dass es bald vorbei ist. Nicht, weil mich der Film irgendwie gelangweilt hat, aber das sollte man vielleicht auch mit in Betracht ziehen. Mhm. Ansonsten der Regisseur hat ja auch schon so Road-Movies wie Friendship gemacht. Das war ja damals auch mit Matthias Schweighöfer und ich weiß gar nicht, wer die zweite Rolle gespielt hatte, wo die... Oh, ich weiß, ich hab's den Schauspieler vor Augen, aber fällt der Name quasi nicht ein. Nachdem die Mauer offen ist, wollen sie ihren Traum verwirklichen und mal Friedrich Mücke steht hier. Oder? War der das? Doch, ich glaube, Mücke, ja. Ja, und wollen dann quasi nach Kalifornien oder sowas und wurschteln sich da so durch, so ein bisschen mit Denglisch, weil damals im Osten gab es ja dann bei der FDJ immer diesen Freundschaft, diesen Gruß, ne? Deswegen Friendship, Ausrufezeichen, heißt der Film so. Was auch ein ziemlich charmanter Film ist, mit einem coolen Soundtrack auch. Also da, der Film hat schon also Parallelen, während der 25 km/h, der geht schon ein bisschen tiefer. Da ist schon noch eine gehörige Prise Garden State mit drin, wo ja auch der Vater verstorben ist von Zach Braff. Und er muss zurück in seine alte Heimat und sich da ein bisschen kümmern, ne? Ja, cooler Film, gute Sneak. Wer den noch vor sich hat, freut euch drauf. Lasst euch drauf ein. Auch wenn es ein deutscher Film ist, auch wenn da steht irgendwie Filmförderung Baden-Württemberg, irgendwas. Es gibt da auch gute, wie der hier gezeigt hat. Ach nee, der ist ja von der Berliner Firma Sunnyside Up produziert. Der ist ja gar nicht so sehr. Ich dachte, der ist hier im Ländler, aber gut, hat halt thematisch. Ja, was war, glaube ich, irgendwas von Filmförderung? Standen doch ganz viele Filmförderungs-Dinger dran. Ja, kann natürlich sein. Ohne geht es ja fast nicht in Deutschland. Mhm. 25. Ich finde den Titel ein bisschen lame. Also Friendship, Ausrufezeichen, der war irgendwie cooler als 25 km/h. Ja, das finde ich gut. Das ist gut. Ja, ich frage mich nur, ob der viele, aus Marketing-Sicht, ob der da viele ins Kino lockt. Ja, weiß nicht. Oder lieber die große Reise von Christian und Georg oder so. Also ich muss sagen, ich habe diesen Film, der lief, der war noch nicht zu Ende. Und ich habe eine Arbeitskollegin, die geht total gerne in solche Filme. Also so, ich empfehle dir auch ganz gern Filme. Da habe ich auch den Dodokai empfohlen, den Film. Und da habe ich noch während dem Film geschrieben, der Film ist noch nicht zu Ende, aber ich will ihn dir jetzt schon empfehlen. Und dann hat sie mir noch zurückgeschrieben, den Trailer habe ich schon gesehen, den muss ich unbedingt angucken, den Film. Hatten wir auch. Der hat einfach so einen Effekt. Ja. Nein, also hier den 25-Stunden-Kilometer. Meine ich ja, den Trailer hat man ja im Kinocast mal besprochen auch. Und das ist einfach so, der hat einfach so einen Effekt gehabt, dass ich ihn direkt weiterempfohlen habe. Der Film war noch nicht zu Ende und ich habe ihn schon weiterempfohlen. Aber null Werbung für den Film bis jetzt. Wann läuft der eigentlich an? Moment, ich kann gleich mal gucken. Der läuft am 31. Oktober an. Das ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Und selbst ich mit meiner Filmfilter-Bubble habe davon irgendwie noch nichts mitgekriegt, dass der irgendwo mal
jetzt außer in anderen Kino-Podcasts oder Kinosendungen oder sowas auf YouTube oder sowas, aber jetzt so, sag ich mal, in diesen allgemeinen Mainstream-Medien oder dass einem das mal irgendwie als Trailer-Werbung reingespült wird im Facebook oder sowas, habe ich nicht erlebt. Also ja, aber wir sind ja auch irgendwie auf den Trailer aufmerksam geworden. Ja, weil ich immer die neuesten Trailer einfach alle gucke. Und dann suche ich, die raus, die hier interessant sein könnten, wo ich sage, okay, die findet ihr jetzt nicht gleich sofort scheiße. Sondern, genau. Obwohl manchmal mache ich auch extra sowas, wo wir dann ein bisschen abranden können. Naja, mal gucken, was wir heute für einen Trailer-Tipp haben. Na, der kommt später. Jetzt schauen wir erstmal in den Sneak-Tipp für morgen rein. Du hast das offen? Ja, der Sneak-Tipp für morgen lautet Rockstar zu Besuch. Ach ja, das war dieser, wo ich überhaupt keine Idee so richtig hatte. Ja, ich habe auch schon überlegt. Also ich habe trotzdem Bohemian Rhapsody mal getippt, obwohl das ja überhaupt nicht passt. Aber trotzdem, geil ist das. Ja, schön wäre es, aber er kommt nicht. Und dann hat ein Christian hat noch zwei Tipps abgegeben, und zwar Bad Times at the El Royale und Leto. Oder Leto. Nicht, gucken wir doch mal bei Bad Times. Im Jahr 1969 checken 7 Fremde in das heruntergekommene Hotel El Royale am Lake Tahoe ein. Der junge Rezeptionist begrüßt unter seinen Gästen einen Priester, gespielt von Jeff Bridges, einen Verkäufer für Staubsauger, John Hamm, eine Sängerin, Cynthia Erivo, ein Schwesternduo aus dem Süden, Kaylee Spaney und Dakota Johnson, sowie den charismatischen Anführer eines Kults, von Chris Hemsworth gespielt. Alle Hotelbesucher haben ein Geheimnis und erhalten die Möglichkeit, Vergebung zu erlangen, doch dann bricht in einer einzigen Nacht die Hölle in ihrer aller Leben los. Klingt ja so ein bisschen nach From Dusk Till Dawn oder so. Und was soll da mit Rockstar sein? Das verstehe ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Ist der eine nicht ein Sänger? Oder so? Wer? Hast du nicht vorgelesen, dass die eine da eine Sängerin ist? Ein Schwestern-Duo aus dem Süden. Nee, davor. Eine Sängerin. Ha, Cynthia Erivo. Also ich persönlich habe ja noch an Rocketman gedacht. Den Film über Elton John. Aber der startet erst im Mai 2019. Also glaube ich, das war Schnitt. Jetzt gucke ich mal Leto an. Leto, ein Biopic. Startet am 8.11. Das könnte ja schon mal passen. Das biografische Drama Leto fängt die Rockszene der 80er Jahre im ehemaligen Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, ein. Es erzählt die Geschichte von Freundschaft, Liebe, Musik in Leningrad des Jahres 1981. In dieser Zeit erblüht die Underground-Rockmusik-Szene, die ihre Einflüsse von westlichen Stars wie David Bowie, Lou Reed und Led Zeppelin zieht. Hier fühlen sich auch Mike und Natascha, natürlich Natascha, warum heißt der andere nicht Ivan oder Jaroslav? Er ist der ideale Nährboden für eine Generation junger Künstler wie Viktor, die auf russischem Boden Ruhm erlangen, erwachsen werden und zu Pionieren einer neuen Musikrichtung ihres eigenen Landes heranreifen wollen. Weiß nicht, das passt jetzt mit Rockstar zu Besuch irgendwie. Obwohl, vielleicht kommt da irgendeiner zu Besuch nach Russland. Ja, wer weiß. Das kann natürlich sein. Schauen wir mal. Aber ich bin immer noch für Bohemian Rhapsody. Der ist so, der Trailer ist so der Wahnsinn. Den würde ich, glaube ich, auch am liebsten sehen, obwohl da dieser was da hinter den Kulissen abgelaufen ist, hier mit Regie hinschmeißen und sowas. Und jetzt steht ich doch. Sowas ist immer, bringt immer so ein bisschen Geschmäckle mit sich, aber ich glaube, der ist ganz cool. Aber ich glaube, so vom Tipp her, Rockstar zu Besuch, OV steht ja auch da. Ey, wenn das Leto ist und das ist auf Russisch, vielleicht mit deutschen Untertiteln, ey. Ach, du ahnst es nicht, ey. Na gut, ich kann ja ein bisschen Russisch. Ja, das wäre auch. Ja, Bonne-Major-Russisch. na, aber so fest. Das ist in der UFA, also dann wird es ja wahrscheinlich eher ein englischer Film sein, wahrscheinlich. Vielleicht doch Bohemian, wann läuft ein Bohemian Rhapsody? Ah, nee, warte mal einfach bis morgen, glaube ich. Das bringt jetzt nichts hier, raten wir zu sehr rum. Ich fällt mir eigentlich gesehene Filme hier. Ich wollte mich ja eigentlich währenddessen hier vorbereiten auf meine gesehenen Filme. Ich habe nämlich tatsächlich ein paar Sachen geschaut. Ein paar Sachen im Rahmen des Horror-Oktobers, der jetzt wieder angefangen hat. Aber ich habe auch noch was anderes geschaut, nämlich eine ganze Filmtrilogie. Vielleicht kannst du dich erinnern, ich habe ja erwähnt, dass ich in Ägypten auf diesem einen Fernsehsender diesen ersten Planet der Affen-Filme gesehen habe. Und bei dem zweiten haben mir dann die Untertitel irgendwie, die waren dann plötzlich auf Arabisch statt auf Englisch. Und deswegen habe ich mir den
den zweiten, also der dritte lief ja auf Sky, den hatte ich mir aufgenommen. Den zweiten habe ich mir so geklickt hier, den gab es hier bei Amazon zum Ausleihen. Und da habe ich jetzt quasi die ganze Trilogie nochmal geschaut. Okay, du hast ja also jetzt die ersten, also die neueren. Die neueren drei. Okay. So, also sprich auf Englisch Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes und War of the Planet of the Apes. Die deutschen Titel habe ich jetzt gerade nicht so parat. Egal. Das war, glaube ich, Evolution, Prevolution und Revolution oder sowas. Ja, siehst du da noch durch? Oder? Nee, Survival hieß doch noch irgendwas. Weiß ich nicht. Egal. Erster. Oder habe ich einen vergessen? Zweiter und dritter. Habe ich einen vergessen? Sind das vier? Nein, das sind drei. Warte mal, Planet der Affen. Drei. Prevolution ist der erste. Ja. 2011. Dann Revolution 2014 und Survival. Ach, Survival, okay. Ja. Gut, genau, der dritte Survival. Das ist der neueste. Habe ich was durcheinander gebracht. So, also, ich brauche, glaube ich, nicht mehr sehr ins Detail gehen. Ich glaube, die Luisa hatte die damals alles schon im Detail hier besprochen gehabt und ich weiß nicht, war sowieso mal Thema. Also im ersten Teil, Prevolution, geht es darum, wie eben diese Affen plötzlich zu Intelligenz gelangen mit James Franco. Der spielt da so einen Forscher, die so eine, ja, zerstäubende Lösung entwickeln, die sie dann den Affen oder Tieren überhaupt geben, um festzustellen, ah, die entwickeln dann plötzlich viel mehr Intelligenz und der Affe, der hat doch einen Namen gehabt, der Affe. Caesar, genau. Caesar, der übrigens großartig verkörpert wird von Andy Serkis, also das, der auch ein Gollum, der häufig solche Motion-Capturing-Sachen macht, der schafft es dann halt, seine Intelligenz zu nutzen und dann eben aus diesem Labor, wo sie ihn dann auch, nicht im Labor, in so einer Art Tierheim, wird dann eingesperrt, weil da wird James Franco dann weggenommen. Gerade dann, als auch so seine Intelligenz langsam erwacht ist und er dann halt auch merkt, was das für ihn bedeutet. Das ist eben nicht einfach nur so ein, jetzt ist er halt woanders, sondern wirklich auch Familie und er ist ja da aufgewachsen. Und er fängt dann an, in dieser, also zum einen so ein bisschen sich zu entfremden von James Franco und zum anderen quasi die anderen Affen zur Revolte anzustacheln, dass die dort ausbrechen. Und was dann in sehr spektakulären Fluchtbildern und Ausbruchsbildern und sowas endet. Und die werden auch teilweise ja übelst behandelt von ihren Pflegern. Ganz, ganz toller Film. Also der, ich weiß gar nicht, ich hatte dem auch verschiedene Punkte. Wo ist jetzt mein? Ach, hier, genau. Dem hatte ich jetzt muss ich kurz gucken. Also dem neuesten Film habe ich die meisten Punkte gegeben und dem habe ich die zweitmeisten Punkte gegeben und dem in der Mitte habe ich so die wenigsten Punkte gegeben. Genau. Der erste war echt der beste. Nee, der letzte. Ich fand den letzten am besten. Nee, ich fand den ersten am allerbesten. Hm. Also du hast auch alle schon gesehen, das ist ja gut. Ja, yeah, ja. Dann Prevolution, so, warte mal, der zweite, jetzt muss ich kurz überlegen, worum es da geht. Ah, da ging es darum, irgendwie, wie die Menschen sich, glaube ich, organisiert hatten. War das der Film, wo die da in so einer Stadt... Ja, wo sie diese... Mit der Stadt, ja. Mhm. Gibt es so eine Art Nicht-Angriffspark, so die Affen leben im Wald. Und es gibt aber trotzdem so Menschen, die wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen, was aber in dem Affenterritorium liegt. Und dann gibt es wiederum auch Menschen, die finden es überhaupt nicht gut, dass man die Affen da einfach so in Ruhe lässt und wollen die eher auslöschen oder versuchen da... Ja, die irgendwie fertig zu machen und ich weiß nicht, das fand ich jetzt nicht ganz so perfekt so von der Geschichte her. Waren aber tolle Bilder natürlich drin, war auch extrem gut gespielt und da ist natürlich auch sehr viel gute Geschichte auch von den Affen drin mit dem Baby, was Caesar da hat und mit der Familie und irgendwie, wenn man das eine Weile geguckt hat, kommen einem die Affen überhaupt wie Menschen oder überhaupt wie seinesgleichen irgendwie vor. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man denkt, ach, das sind ja Affen oder sowas, sondern weil am Anfang, wenn man Affen sieht, ja, das sind Affen. Aber dann irgendwann, weil die auch so agieren und sich auch so benehmen und werden auch so gut dargestellt, so von ihren Empfindungen her, man weiß dann häufig schon genau, was die denken und was die machen wollen. Und ja, also Revolution, so eine Art Pattsituation, die Menschen sind irgendwie schon... Ja, in mehr oder weniger zusammengeflüchtet. Hat mich so ein bisschen an Walking Dead auch so ein bisschen erinnert. Ja, man zieht sich irgendwo zurück, die Ressourcen werden knapp, man muss gucken, muss rausgehen, draußen ist gefährlich und so. Ziemlich hoher Bodycount, glaube ich, in dem Revolution, wenn ich mich recht erinnere. Und in dem neuesten, der mir am besten gefallen hat,
geht es dann darum, dass eben diese Affen dann auch angegriffen werden. Da gibt es so Armeeeinheiten, die irgendwie so ein bisschen so wie Freischärler unterwegs sind. Und da spielt die Hauptrolle Woody Harrelson, den Anführer von dieser Truppe da. Die haben sich irgendwie weit im Norden selber organisiert, haben etliche Überfälle gemacht, wo auch viele von den Affen auch zu Tode gekommen sind oder entführt haben sie die und zu Sklaven gemacht. Die müssen dann helfen beim Bau von irgendwelchen riesigen Mauern. Und hier macht sich Caesar mit seiner Truppe auf, um die zum einen mal zu finden und zum anderen das irgendwie zu stoppen oder die Leute zu befreien, weil die haben auch ja, Frauen und Kinder und auch das Kind von Caesar mitgenommen, also das Affenkind. Und ja, dann kommen die halt hin und sehen wirklich diese unmöglichen Zustände, unter denen die da eingepfercht sind, so mitten in so einem Schnee, irgendwo wahrscheinlich oben in Alaska oder keine Ahnung. Und es gibt noch eine weitere Bedrohung, dass natürlich auch die restlichen Menschen sich auch nicht so dafür sind, was da der Woody Harrelson mit seinen versprengten Truppenteilen da oben so treibt, und die wollen den auch auslöschen. Das heißt, es kann auch passieren, dass das ganze Lager einfach mal so bombardiert wird. Und ja, den fand ich echt am besten. Der war wirklich so stark, dass ich hier, ich habe mir ja wirklich nur im Fernsehen geguckt, im Kino nimmt einen ja sowas noch viel mehr mit. Aber da sag ich wirklich, um Gottes Willen, ey, wie machen die das denn? Da sind dann so Mischungen aus Gefängnisausbruchsszenen, wie kommt man da irgendwo raus, und dann ist man irgendwo eingesperrt und der Oberste ist dann wirklich so total fies, und da waren so viele auch so Anspielungen auf irgendwie, ja, auf so faschistoide Zustände, die dort herrschen, und ach, den fand ich echt stark von der Geschichte her, den dritten Teil. Wirklicher Hammer. Und auch das Ende hat mich auch ziemlich, ziemlich positiv gestimmt. Also das war ja anscheinend dann auch das Ende von dieser Trilogie. Ja, geht oder? Nicht weiter. Okay, also wird es dann irgendwie später mal, denke ich, ein Reboot oder sowas geben? Ja, es gibt ja die Original-Planet der Affen-Filme, und ich denke mal, also ich hoffe mal nicht, dass man die auch noch neu auflegt. Diese Vorgeschichte okay und dann vielleicht auch noch weiter erzählen, aber ich finde immer dieses Neuauflegen so anstrengend. Kommt drauf an, wenn es gut gemacht ist. Guck mal hier bei Spider-Man oder sowas, das war da irgendwie cool. So erst mit Tobey Maguire, dann hier mit dem anderen, der da noch. Ja, aber das geht auch, weil du ja auch schon in den Comics diese verschiedenen Universen hast. Na gut, hier gibt es ja gar keine, aber hier gibt es ja die Buchreihe und so, aber naja. Ja, also gut war er definitiv. Ne? Was ich viel, viel schwieriger finde, vielleicht stehe ich da auch ganz alleine da mit meiner Meinung. Liebe Hörer, ihr seid gefragt, könnt ihr euch da auch mal äußern, ob ihr das genau seht. Was ich viel schwieriger finde, ist, dass, warum müssen die neuen Filme alle irgendwie so, was weiß ich, Meets und Mauts, Doppelpunkt, Prevolution heißen oder keine Ahnung, oder wenn du das irgendwie gucken willst, ey, welcher ist denn jetzt der erste? Was muss ich anfangen, um da reinzukommen hier? Da heißt das irgendwie Spider-Man, Doppelpunkt, The Curse of irgendwas, keine Ahnung. Man kommt doch da nicht mehr mit. Also, können wir einfach nur bei Teil 1, 2 und 3 bleiben? Ja, genau. Oder? Oder? Siehe Sharknado. Mann, da weiß ich genau, ja. Hey, jetzt gibt es einen sechsten Teil. Das soll der letzte sein. Okay. Oder Scream, cool. Da war es auch so. Ja, Sharknado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann kann man ja immer noch sagen, Sharknado 2, Doppelpunkt, doppelköpfige Haie. Keine Ahnung. Oder ich weiß es nicht. Aber warum ist man davon abgekommen, damit zahlen oder sowas? Ich meine, ich kann das ja verstehen bei irgendwelchen Filmreihen, die wirklich aus dem Ruder gelaufen sind, wo es irgendwie so 20 Teile oder sowas gibt. Das kann ich ja noch verstehen. Aber dass man da nicht mal irgendwo, ist echt schwierig da. Weil wo ich hier geguckt habe, oh, welchen habe ich denn jetzt? Da habe ich dann IMDb aufgemacht und so, was ist jetzt der erste davon? Und ich meine, auf diesem Sender war es ja noch cool in Ägypten. Da kam ja wirklich, da kamen die in der chronologischen Reihenfolge. Der, der und der. So. Da hätte ich sie theoretisch alle gucken können. Ich habe mir aber, die Titel sind auch so ähnlich, so Prevolution, Revolution. Ja, also vielleicht, liebe Hörer da draußen, vielleicht habt ihr da ja irgendwie eine Idee dazu. Vielleicht sagt ihr, Erik, ey, boah, ist viel zu alt hier, da kommt er nicht mehr mit hier. Kann auch sein, dass es an mir liegt. Dann nein, also ich empfinde das tatsächlich genauso wie du. Ja,
Mal gucken, was. Und ich bin nicht alt. Ich glaube, zuerst ist mir das aufgefallen, so bei X-Men oder sowas. X-Men, da gab es ja. X-Men Origins irgendwas und X-Men dies, jenes und, oh, und dann Wolverine sowieso und. Oh. Ah, naja, dass wir wenigstens die, die in einen Strang gehören, dass wir den wenigstens. Guardians of the Galaxy 1, alles klar. Guardians of the Galaxy 2, gut. Weißt du Bescheid? Hm. Ja. Bei Marvel weißt du das aber auch nicht immer. Hm. War jetzt also bei den Avengers gibt es auch nicht Teil 1, 2 und 3. Da gibt es auch ja. Avengers in Infinity War und Avengers Civil War und Captain America, The First Avenger, bla. Ja, da können sie ja wenigstens noch, also bei IMDb gab es bei manchen Filmen dann tatsächlich irgendwie die Nummer noch mit drin, obwohl der Film eigentlich gar keine, da stand dann irgendwie da, was ist ich Teil, ich glaube bei Harry Potter war das, da stand irgendwie Teil 6,5 oder 5,5 und so, da wusstest du, ah okay, das ist jetzt quasi die erste Hälfte von dem Teil. Hm. Es gibt nur einen, der geteilt wurde, aber okay. Ja, kenne mich da auch nicht so aus dann, aber ich finde es halt besser, wenn das wirklich klare Bezeichnungen sind. Und um meinen Horror-Oktober mal ein bisschen hier noch mit reinzubringen, also das war nicht der Horror-Oktober, die Planet der Affen, sondern ich habe zum einen mal Leatherface geschaut, den Film. Was lachst du denn da? Ach, nur so. Ja? Nix, alles gut, erzähl nur. Leatherface, kennst du? Ja. Also Leatherface von 2017, The Source of Evil heißt er noch, mit Zusatztitel. Wohlgemerkt dem deutschen Zusatztitel. Ja, natürlich. The Source of Evil. ich mochte ja, oder ich mag ja diese alten Tobe Hooper Texas Chainsaw Massacre Filme und das Reboot von Texas Chainsaw hatte auch so seine geilen Momente. Hat mir nicht sogar an das Sneak, ja, ich kann mich erinnern. Doch, der hat mir an das Sneak. Das Reboot hier, oder das Remake. Und da lief jetzt irgendwie auf Sky irgendwann mal, ich habe mir diverse Sachen irgendwann mal aufgenommen und habe da jetzt bei meinem Horror-Oktober mal angefangen, das alles abzuarbeiten. Und da habe ich Leatherface von Alexandre Bastillo, unter anderem mit Stephen Dorff, ist noch mit der bekannteste. Und wenn Stephen Dorff schon der bekannteste ist, weiß man, okay, das ist relativ weit unten aus der Videothek. Jedenfalls erzählt er quasi so die Vorgeschichte von Leatherface, also von dem Typ, der sich aus anderen Menschen, Gesichtern die Masken macht, da was dann so lederartig wird dann, wenn er das, die Haut dann abgezogen hat, der eben dieser Killer ist aus Texas Kettensägen Massaker. Und Leatherface Source of Evil erzählt halt diese Vorgeschichte, wie er überhaupt dazu geworden ist. Man sieht eine ziemlich, ich würde sagen, seltsame Familie auch am Anfang da sitzen und der Junge bekommt dann auch als Geschenk zum Geburtstag neben einer sehr komischen Torte, wo ich auch nicht so genau weiß, was da drin ist, kommt da eine Kettensäge geschenkt, der Junge. Hat am Anfang, zeigt da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Interesse und als dann nachher ein bisschen später passieren, dann wird das auch so eine Art, weiß nicht, eine Roadmovie, nicht gerade, aber man sieht so vier Jugendliche, die aus einer Innenanstalt erstmal sitzen, die werden uns vorgestellt, das fand ich irgendwie voll seltsam, na, was die da machen. Und da wird uns irgendwie erzählt, was die so machen. Und man denkt am Anfang, ah, wahrscheinlich ist einer von denen, wird es später, weil das macht dann so ein bisschen so einen Sprung, die Geschichte. Und dann ist man ewig lang in dieser Nervenheilanstalt, bis dann die Jugendlichen irgendwann mal fliehen. Und dann kommt es aber zu einer Begegnung dann mit diesen anderen, die eben da mit der Kettensäge unterwegs sind und so. Also ich habe schon irgendwie die Hälfte vergessen von dem Film, deswegen schwimme ich auch gerade ein bisschen. Der Film war sehr, sehr schlecht. Jetzt fragst du mich, warum? Du hast gefragt, warum ich gelacht habe. Hast du ihn schon gesehen? Hast ja. Ihn, hast du ihn noch nicht besprochen? Ich kann mich Nein. Noch, kann mich nicht erinnern, dass du... Weil der ist super leid, er war ja sehr grottig. Deswegen habe ich den einfach mal dezent ignoriert. Also ich habe bei Letterboxd geschrieben, viel Splatter, aber stupide Story und das stimmt auch. Also es war echt voll seltsam da. Also da wird ewig lang ausgewalzt in dieser Nervenheilanstalt, was da jeder so für eine Vorgeschichte hat und warum die da drin sitzen und oh, ganz seltsam. Dann hat es irgendwie kaum noch Relevanz und dann hauen die halt ab und kommen dann mit irgendwelchen Hillbillies da in Kontakt. Und ach, das war alles komisch, aber extrem splatterig da an manchen Stellen, wo ich mich echt frage, so puh, also sowas hätten sie früher ja total irgendwie verboten, also weiß ich das, aber heutzutage geht das.
Also Leatherface war jetzt ja nicht ganz so empfehlenswert. Kann man vielleicht mal gucken, wenn man so ein bisschen Splatter-Sachen sehen will. Am besten einfach diesen kompletten Teil, wo die in der Nervenmanager einfach überspulen. Geht ja jetzt heutzutage mit Video, DVD hier einfach so durchdrehen, durchleiern hier. Völlig irrelevant für die spätere Geschichte. Nur so ein Füller. Und dann habe ich noch geschaut, Cult of Chucky. Also The Cult of Chucky. Warte mal, wie hieß denn der im Deutschen? Hieß der auch Cult of Chucky? Ich gucke. Ja, Cult of Chucky mit unter anderem Jennifer Tilly, die hier prominent genannt wurde, die aber eine total kleine Rolle hat. Also die Chucky-Filme habe ich, glaube ich, fast alle gesehen. Ich glaube, den vorhergehenden habe ich nicht gesehen. Also das ist jetzt das siebte Teil. Da geht es schon wieder los, ne? Hier von wegen, warum nennen die es nicht Chucky 7? Nein, nennen sie es Cult of Chucky. Den sechsten habe ich nicht gesehen, die da vorhergehenden fünf habe ich alle gesehen. Ich bin jetzt kein Fan der Reihe. Ich finde es nochmal irgendwie lustig da mit der Puppe, wie sie dann immer wegrennen. Also doch irgendwie wieder irgendwo da. Der hat so eine unfreiwillige Komik. Und wenn das irgendwie ja ein bisschen cool gemacht ist, weil in den ersten Teilen, da wussten die Macher ja irgendwie noch selber noch so ein bisschen, dass sie eigentlich da ziemlich Scheiße machen und haben das auch so ein bisschen augenzwinkernd gemacht. Und das war halt wirklich so auch sehr derbe, der Humor, den Chucky da hatte. Und damals, ich glaube, ich habe dann die ersten so aus der Videothek damals geholt, Anfang der 90er, als dann bei uns Videotheken gab. Da war das halt auch so, oh, der Humor, uiuiui, was der sich traut zu sagen. Heutzutage in jedem Bushido-Rap-Song sind da schlimmere Sachen drin. Deswegen, also ich würde mich als sattelfest bezeichnen mit den vorhergehenden fünf. Und hier geht es halt darum, dass auch wieder, da ist auch irgendwie, war da nicht, ja, das ist auch irgendwie so eine Art Nervenheilanstalt oder sowas. Und da ist eine Frau drin, die sowas zu bewältigen hat, dass sie mal in Kontakt mit der Chucky-Puppe gekommen ist und ist dann so beim Psychiater und der hält es dann für eine echt gute Idee, mal so eine Chucky-Puppe mitzubringen, damit sie doch ihre Ängste dann auch verarbeiten kann. Oh, gute Idee! Und, echt? Ja, dann passieren noch ein paar andere seltsame Sachen. Da ist noch eine Frau, die ist im Rollstuhl. Da habe ich zum ersten Mal in einem Kinofilm, da lief ja glaube ich auch im Kino, eine Sexszene mit einer gesehen, die im Rollstuhl sitzt. Es war auch irgendwie kurios, das zu sehen mal auf der Leinwand und so. Ansonsten ist halt übliche Chucky-Schnetzelei irgendwie nicht so cool, wie es früher war. Und teilweise, wenn die Chucky-Puppe da so läuft, das sieht heutzutage irgendwie nicht mehr so cool aus. Damals sah es schon irgendwie so aus, wow, wie haben die das jetzt gemacht, das hier, die Chucky-Puppe und so. Aber heutzutage, das sieht einfach aus wie Augsburger Puppenkiste und man sieht halt irgendwie, dass du die Fäden nicht siehst, ja, aber sonst die Puppe läuft dann halt irgendwo lang. Ja, und es gibt dann auch noch mehrere Chucky-Puppen und es gibt natürlich auch wieder einen, wie ich fand, einen sehr unnötigen Cliffhanger, um irgendwie den Weg zu ebnen für weitere Teile. Aber ja, mal gucken, was habe ich hier eigentlich bei Letterboxd? Habe ich gar nichts geschrieben. Aber ich habe, glaube ich, irgendwie auf Twitter habe ich was geschrieben. Ich habe irgendwas erwähnt, so von unterstes Videothekenregal. Und ja. Genau, wo manche wissen das ja gar nicht. Früher war es ja so in der Videothek, also bis zum Videos ausleihen. Stell dir vor, du gehst zu Netflix und bei Netflix springt dich eigentlich nur so 3, 4, 5 bis 10 richtig geile Blockbuster an, die auch wirklich gut sind. Ja, die springen dich an und voll in die Mitte. Und wenn du doch was anderes willst, wenn du sagst, nee, will ich nicht, dann musst du sehr weit klicken und nach hinten scrollen und sowas. Das sind so ungefähr jetzt die Filme. In der Videothek war es halt so, da waren so auf Sichthöhe, waren so die Blockbuster, so Arnold Schwarzenegger, Total Recall und bei Horror war es dann so irgendwie der neue Halloween-Teil oder Hellraiser oder sonst was. Und die etwas billigeren Filme, wo auch schon der Videothekar wusste, dass die nicht so gut sind, die hat er schon nach unten geräumt. Irgendwelche mit Voodoo-Zauber oder irgendwelche B-Movies oder so. Und die habe ich trotzdem immer ganz gerne genommen, die von unten. Aber hier fehlt halt so ein bisschen dieser B-Movie-Charme, weil du siehst bei Cult of Chucky, da haben sie schon
ein bisschen Geld in die Hand genommen, aber das, was früher so ein bisschen den Charme ausgemacht hat, so nach dem Motto, ja, wir machen jetzt irgendwie mal ganz billig mal einen Horrorfilm, wir wissen, dass es scheiße ist, aber wir gucken mal, dass wir es irgendwie so halbwegs gut über die Bühne kriegen und wenn wir ein bisschen selbstironisch sind, dann macht das auch nichts. Ne? Das fehlt halt hier. Also von mir da. Warte mal, was habe ich bei... Hier habe ich 1,5 von 5 gegeben, also entspricht 3 von 10. Ei, 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 aber ei, für den Horror, Horror-Oktober geht das. Ja, das kann man ruhig mal mitnehmen. Hat damit also Cult of Chucky hat damit also weniger als Leatherface. Übrigens, ja, nur so im Vergleich für, bei mir jetzt in der Wertung. Jo. Mal gucken, was mir noch so über den Weg hüpft da beim Horror Oktober. Geht ja noch ein paar Tage. Ich nehme auch gerne Empfehlungen entgegen von Hörern. Am besten irgendwas, was man irgendwo gleich gucken kann. Was irgendwo in einem Stream verfügbar ist, in einem legalen Stream, also Netflix oder weiß nicht, Amazon Prime, habe ich beides. Also ich muss ja sagen, der krasseste, nein, also es gibt ein paar Horrorfilme, die wirklich Eindruck bei mir hinterlassen haben. Also alte Horrorfilme, wie zum Beispiel Friedhof der Kuscheltiere. Eine Güte. Oh, was hab ich tagelang nicht geschlafen. Ich kann ihn nicht gucken, weil er so schlimm ist. Ich kann es nicht auch gucken. Noch, wenn du den jetzt ja, guckst? Echt? Ja. Okay. Und was auch gar nicht mehr geht, ist The Hills Have Eyes. Welcher? Der ganz alte oder diese Neuauflage? Ja, es gab zwei Stück. Da war ich vielleicht 15 oder so, kam der erste raus. The Hills Have Eyes ist so ein ekelhafter Film. Boah. Ja. Den kann ich auch nicht mehr gucken. Naja, außer also bei, nicht mehr. Außer bei Texas Kettensägen Massaker bei den ersten. Der geht zwei, immer. Mag ich das auch persönlich nicht, wenn es so, um irgendwelche Hinterwäldler geht oder sowas, die dann irgendwelche völlig abgefahrenen Sachen irgendwie Menschen fressen oder irgend sowas da. Oder irgendwie total Inzest und sonst was da. Weiß nicht. Das ist nicht so mein. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt nicht aus Amerika komme, wo es einfach so riesige Landschaften und wo halt wirklich, wenn du da irgendwo in irgendeinem kleinen Kaff, wenn da irgend so eine Farm ist, die irgendwo Kilometer entfernt ist von irgendwie jeglicher Zivilisation, wenn da sonst irgendwas passiert, das kriegt ja nie jemand mit. Mhm. Vielleicht, aber ja, da gibt es bei mir eher so andere Horror, der da so verfängt. Das ist dann echt so, ja, weiß nicht, so wie bei The Others oder so. Wenn das nicht ganz so offensichtlich ist, wenn es zu offensichtlich ist, weiß nicht, das ist immer, verfängt dann irgendwie nicht ganz so. Ja, na mal gucken, also geschätzte Hörer, also am liebsten jetzt, also Friedhof, also die alten Klassiker, okay, könnte mir natürlich auch empfehlen. Kenne ich größtenteils alle schon, das ist das Problem. Ja. Lieber sowas, was so in den letzten Jahren irgendwie entstanden ist, wie jetzt hier Cult of Chucky oder Letter. Oder sollte ich vielleicht Chucky Teil 6 mal angucken, den ich bis jetzt noch nicht gesehen habe? Wenn ja, wo kriege ich den? Wie ist der, glaube ich? War der jetzt nicht Bride of Chucky oder sowas? Ja, ich glaube. Ja, den, genau. Also vielleicht. Ich bin gespannt auf die entsprechenden Kommentare und ich werde erstmal zunächst mal meinen Horror-Oktober ohne euch fortsetzen, es sei denn, es kommt dann gleich ein Kommentar in die richtige Richtung. Ja, wir haben hier irgendwie gar keine Einspieler, ich weiß nicht. Also wir machen mal weiter mit den Trailern. Ich habe ja einen Trailer habe ich heute mal rausgepickt. Mich hatten eigentlich mehr bewegt gehabt in der letzten Woche. Aber einer ist mir jetzt so weit in Erinnerung geblieben, dass ich ihn hier ins Dokument eingetragen habe. Die anderen habe ich irgendwie so mal irgendwie gesehen und dachte ich, ah, das musste eintragen in unser Dokument. Jetzt habe ich es vergessen. Und zwar, der Film heißt Trautmann. / geliebter Feind. Ich werde den auch mit verlinken, wie immer in den Shownotes. Und hier geht es darum, dass also der Film spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Moment, ich check das mal ganz kurz, ob das Zweiter Weltkrieg ist oder vielleicht sogar der Erste. Ja, Zweiter Weltkrieg. Und David Cross spielt hier die Hauptrolle. Und der gerät in Kriegsgefangenschaft in der Nähe von Manchester in England. Und die Soldaten spielen da, weil die sind halt da irgendwie inhaftiert und es ist halt völlige Langeweile dort. Da spielen sie halt immer mal Fußball in der Gefangenschaft, da in ihrem Lager. Und da gibt es einen kleinen Ort in der Nähe
Und da ist einer, der Jack Fryer heißt der. Der ist Trainer eines kleinen Vereins, der heißt St. Helens. Und dieser Verein ist gerade so ein bisschen vom Abstieg bedroht. Parallelen mit aktuellen Vereinen, rein zufällig. Und der erkennt, dass dieser Trautmann, dass der ein richtig guter Torwart ist. Und wie es halt immer so ist, die Engländer mit Torwarten sind ja nicht so gut gesegnet. Da ja, sind die Deutschen schon weiter vorne. Und er engagiert ihn dann. Er holt ihn da raus aus dem Lager und holt ihn quasi als Torwart in seine Mannschaft. Und er funktioniert auch dort sehr gut. Das Problem ist nur, er darf natürlich zu Zeiten, wo der Krieg noch läuft, darf er jetzt niemandem sagen, dass er Deutscher ist. Also das wäre ein riesen Aufschrei, wenn da plötzlich in der englischen Mannschaft da plötzlich ein deutscher Torwart ist während der Zeit des Krieges. Also das geht ja gar nicht. Und der Trailer beschreibt es so ein bisschen, wie der da sich da so ein bisschen durchsetzt, auch natürlich auch teamintern und so. Und gerade so Fußballfilme sind ja eigentlich immer ganz nett, gerade wenn so Deutsche das gedreht haben. Ich erinnere da mal an Das Wunder von Bern oder wie ist der andere Film, den wir da hatten? Mit Daniel Brühl war das, glaube ich, da. Wie der Fußball nach Europa kam, wo die erst so in diesem Internat gespielt haben, auf diesem Gymnasium. Den hatten wir auch mal in der Sneak. Weißt du es noch? Mm-mm. Nee. Dann gucke ich mal. Also der Regisseur von diesem Film, also Markus H. Rosenmüller, hat einen Film gemacht, aus dem bin ich in der Sneak rausgegangen. Was war Sommer der Gaukler. deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig auch bei diesem neuen Film. Aber der hat auch schon, ja, der zum Beispiel Sommer in Orange hat er auch noch gemacht. Der war auch eher grenzwertig. Wer früher stirbt, ist länger tot, war aber ein ziemlich guter Film. Bin mir nicht so ganz sicher. Also mal sehen, der Trailer sieht gut aus, aber ja, macht euch mal euer eigenes Bild. Ich werde den Trailer mit verlinken und dann sehen wir mal weiter. Ich gucke jetzt gerade mal, Daniel Brühl, wie der Film hieß. Ich suche auch noch den Film. Ah, Der ganz große Traum war das von 2011. Ah. Ja, auch ein empfehlenswerter Film. Ich werde mal mit verlinken unten bei unseren DVD-Empfehlungen, wer den noch nicht kennt, wo wir uns gerade mal beim Thema Fußball sind. Ach, stimmt, ich erinnere mich. Hat man das Sneak? Das war eine meiner ersten Sneaks, bei der ich dabei war. Oh, okay. Mhm. Jo, also das war's mit dem Trailer. Und für die nächste, da habe ich auf jeden Fall einen Einspieler. So, den muss ich bloß finden. Hier ist er. Kinocharts und Neustarts. Wir beginnen mal erst mit den Neustarts. Da startet jetzt am 11.10. ein Film namens Abgeschnitten. Die Verfilmung des Bestsellers von Sebastian Fitzek über die Jagd auf einen Psychopathen, der Hinweise auf seine Identität in den Leichen seiner Opfer versteckt. Oh cool, ich mag Fitzek. Von Christian Albert, der ja zum Beispiel Antikörper gemacht hat, einen sehr, sehr guten deutschen Kriminalfilm mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle und Jasna Fritzi Bauer. Ach, apropos, der Regisseur von 25 km/h, der hat ja auch diesen anderen Film gemacht, den wir in der Sneak hatten, wo die Mädels da so eine Telefonhotline aufmachen, hier so eine Sexhotline. Echt, war's der gleiche? Da hat doch, glaube ich, die Jasna Fritzi Bauer auch mitgespielt. Ne? Smallfoot startet noch, ist quasi eine Bigfoot-Geschichte für Kinder, ein 3D-animiertes Abenteuer, wo sich ein neugieriger junger Yeti auf die Suche nach einem Wesen mit kleinen Füßen begibt, nämlich Menschen. Also da begibt sich der Yeti auf die Suche nach Menschen. Happy Time Murders startet übrigens und der lief bei anderen tatsächlich quasi in derselben Sneak, in der wir 25 km/h hatten. Hat aber, also ich habe es bei den Leinwandperlen gehört, die haben da wirklich eine verheerende Kritik. Also die sind, glaube ich, nach 20 Minuten rausgegangen aus der Sneak. Was? Ja, weil da muss so scheiße gewesen sein. Ich habe ja auch bei dem Trailer habe ich gedacht, also entweder er wird genial oder er wird richtig scheiße. Wahrscheinlich ist er scheiße geworden. Okay. Oh nein. Na gut, Melissa McCarthy, ich habe eh gesagt, ich gucke mir da keinen Film aktiv mehr im Kino mit ihr an. Bad Times at El Royale startet.
Ach so, das ist der Regisseur von Cabin in the Woods, der den gemacht hat. Ah. Da treffen sich 7 Fremde für eine Nacht in einem schäbigen Hotel. Blut wird fließen, steht hier. Verliebt in meine Frau. In der romantischen Komödie aus Frankreich wird ein Doppeldate zum Fiasko, als der verheiratete Gastgeber sich in die Partnerin seines besten Freundes verliebt. Ah, typisch französisch, würde ich mal sagen. Ja, durchaus. Was ist das? Hier steht nur da Horrorfilm. Sitchin Teil 5. Horrorfilm ab 16 Jahren. Keine weiteren Informationen. Kein Bild. Ist ja auch schon der 5. Teil. Nein. Ja, aber die wissen, wie man es macht, ne? Einfach 5. Ja. Eine Wiederaufführung von Flashdance läuft hier unter anderem auf Scala. Das läuft nicht. Das ist auch eine Doku. No Man's Land Expedition Antarktika läuft aber auch in einem Kino. Eine Dokumentation über die Freerider Matthias Haunholder und Matthias Meyer, die in der unberührten Natur der Antarktis neue Skipisten entdecken. Aha. Das läuft nicht, das läuft nicht. Mission Indestructible, The Rise of Saltfinger, Actionfilm. Keine weiteren Informationen. Seltsam. Läuft auch an. Und in den Charts, wir gucken erstmal in die Stuttgarter Charts hier, die wichtigsten der Welt. Platz 10, Werk ohne Autos, soll ein großartiger Film sein. Ich habe da jetzt von verschiedenen gehört, die einen ähnlichen Filmgeschmack haben wie ich. Aber der geht echt lange, der geht irgendwie fast 3 Stunden. Ich glaube, den hebe ich mir mal für zu Hause auf. Aber soll sehr, sehr gut sein. Platz 9, The Nun. Platz 8, Das schönste Mädchen der Welt. Platz 7, Patterson und Findus. Findus zieht um. Ist auch schon wieder eins, nicht sagen können. Patterson und Findus, Teil 3. Er zieht um oder so. Nee. A Star is Born mit Lady Gaga und Bradley Cooper. Platz 5, Das Haus der geheimnisvollen Uhren mit Kate Blanchett, Jack Black von Eli Roth. Quasi, hätten sie auch nennen können. Hätten ein bisschen einen hintergründigen Humor haben können bei der Titelgebung. Der deutsche Verleih hätte es nennen können Das Hostel der geheimnisvollen Uhren. Platz 4, Venom. Ach siehste, ja, da fällt mir ein. Ich wollte euch eigentlich fragen, ob wir da mal reingehen wollen jetzt. Jetzt war ja Feiertag und so. Ja. Oder Freitag, aber können wir ja morgen mal quatschen. Mal gucken. Platz 3, Ballon. Der interessiert mich auch sehr, weil der ist ja quasi... Na, relativ in meiner Nähe ist das Ganze passiert, da wo ich aufgewachsen bin. Über diese Flucht mit dem Heißluftballon über die damalige innerdeutsche Grenze. Von Michael Bulli Herbig, der sich hier mal an einem etwas ernsteren Stück versucht. Platz 2 nur noch, Klassentreffen 1.0. Also man kann über Til Schweiger sagen, was man will, aber der weiß, wie man so einem Film den Titel gibt. Klassentreffen 1.0. Weißt du? 1.0. Oh, ich hoffe nicht, dass da 2.0 kommt. Da kommt vielleicht 1.5 oder 1.1. Aber du weißt, okay, das ist jetzt der erste. Wenn mich das interessieren würde, das ist der erste. Jetzt muss ich damit einsteigen. Und ja, aber er kann es nicht immer. Er kann es auch bei kein Ohrhasen und 2 Ohrküken auch nicht. Aber da war wenigstens eine 1 und eine 2 schon irgendwie mit drin. Nein, es hieß kein Ohrhasen. Ach so. Ja, wenn du bei kein das K weglässt. Naja, wie auch immer. Also 1.0, das heißt natürlich, er könnte sogar die Dezimalstelle nutzen und dann 1.1, 1.2, 1.3 bis unendlich. Bitte nicht. Ja. Das heißt natürlich, wir haben hier eine neue Nummer 1 in Stuttgart. Das ist die Unglaublichen. Teil 2. Zwei, die wissen, wie man es macht. Jo, wollte ich eigentlich auch noch nachholen, habe ich nicht geschafft. Und ich gucke gerade mal, was sich so in den USA abspielt, das ist ja auch mal ein guter Indikator. Da ist Predator nur noch auf 10, Crazy Rich Asians 9, Hellfest, warte mal, Hellfest, das sieht vom Poster her aus wie dieser, nee, das ist irgendwas anderes. Was ist denn das? A masked serial killer turns a horror-themed amusement park into his own Oh, das ist ja cool. Das klingt witzig. Ein verkleideter Serienkiller geht in so einen Horror-Themenpark und mischt da ein bisschen auf. Ja, das ist ja cool. Fällt dann wenigstens nicht auf, ne? Ja. Okay. Was auch immer cool ist bei IMDb, wenn sie das mochten, vielleicht gefällt ihnen das. Und da steht dann so drin wie Assassination Nation, Peppermint, The Nun.
Okay, also Hellfest, The Nun, Platz 10, 9, 8, 7, Platz 7, The Nun, Platz 6, A Simple Favor, also ein einfacher Gefallen heißt, glaube ich, im Deutschen. Dann das Hostel mit der Uhr in den Wänden hier, oder wie heißt das? Das Haus der geheimnisvollen Uhren. Night School auf Platz 4. Was ist Night School? Ach, mit Kevin Hart in der Hauptrolle. Hat auch mitgeschrieben. Und Tara Killam. Mhm. A group of troublemakers are forced to attend night school in hope they'll pass the GED exam to finish high school. Die müssen wohl irgendwo eine Nachtschule, wahrscheinlich Abendschule, besuchen, um irgendein bestimmtes Examen zu bestehen, damit sie ihre Highschool beenden da. Ja. Smallfoot, das ist dieser Bigfoot-Dings da, hatten wir vorhin auch, Platz 3 in den USA, nicht schlecht. A Star is Born, Platz 2 und Platz 1 ist Venom in den USA. Tatsächlich. 80 Millionen Einspielergebnis. Hm? Nicht so stark wie die anderen Marvel-Filme, die so zuletzt da in der Kino aber trotzdem ordentlich. Ja, definitiv. Definitiv. Und jetzt gucken wir mal aus dem Kino ins Heimkino, in die Serien. Serien. Danke, Daniel. Und bitte, Kate. Danke, Erik. Ich habe mich in eine neue Serie reingeklickt, wobei ich ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sie neu ist, weil die ist eigentlich schon von letztem Jahr. Zumindest in den USA lief sie schon letztes Jahr und zwar im Fernsehen bei CBS. Jetzt gibt es die erste Staffel auf Netflix zum Streamen bei uns. Die Serie heißt Salvation. Und es geht, witzigerweise finde ich das sogar sehr cool diesmal, es geht darum, ein Asteroid kommt auf die Erde zu. Und die ein paar Leute vom MIT und auch das Pentagon, also die Regierung, haben das mit ihren Messgeräten und was weiß ich alles schon wahrgenommen und versuchen jetzt eine Lösung zu finden. Allerdings wird die Weltbevölkerung nicht informiert. Und der Asteroid, der ist so groß, dass er die Erde komplett zerstören würde. Und jetzt reifen halt verschiedene Pläne. Man könnte den irgendwie versuchen abzufangen, irgendwie umzuleiten. Man könnte versuchen, ihn zu zerstören, dass er in kleinere Bruchteile zerspringt. Dann würde aber immer noch einiges auf die Erde herabprasseln und mehrere Länder ausradieren, unter anderem China, Korea, hier Japan, Teile von Russland würden zerstört werden, aber eben nur ein kleinerer Teil der Erdbevölkerung und nicht gleich alle. Und dann hat sich da eben noch ein sehr reicher Typ namens Darius eingeschaltet, der ist Milliardär und hat eine Technologiefirma und der plant aktuell, oder der arbeitet an der Zivilisation auf dem Mars und hat da jetzt auch noch seine Finger mit im Spiel, denn er hat natürlich sehr viel Geld im Hintergrund und Technologie und das Wissen, um die NASA und auch das Pentagon da zu unterstützen bei ihren Vorhaben, den Asteroiden irgendwie von der Erde abzuhalten. Und was halt das Spannende daran ist, bis jetzt haben wir sowas immer nur als Film gesehen. Und jetzt haben wir hier eine Serie draus gemacht bekommen. Die erste Staffel hat 13 Episoden. Ich bin jetzt bei Episode 9. Und ich finde es eigentlich echt cool, weil es ist tatsächlich einfach wie ein verdammt langer Science-Fiction-Film. Mit sehr viel Handlung, sehr viel Spannung, bisschen viel Technik, die, glaube ich, einfach nicht existieren kann. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das mathematisch überhaupt möglich ist, sowas zu bauen, aber das weiß ich schon. Aber es ist spannend, es ist, die Russen haben da noch ihre Finger im Spiel und jeder will natürlich der Erste sein, der die Erde vor dem Asteroiden rettet, weil natürlich ist es nicht nur die USA hat es jetzt rausgefunden mit dem Asteroiden, sondern auch andere Nationen, die eben den Weltraum mit überwachen. Und jetzt gibt es quasi den Fight darum, wer schafft das Ding als Erstes vom Radar zu kriegen und
Ja, und ich habe, wie gesagt, gelesen, es gibt jetzt auch eine zweite Staffel davon, ebenfalls nochmal 13 Episoden. Die liefen jetzt dieses Jahr eben in den USA im Fernsehen. Also ich hoffe mal, dass wir da relativ schnell auch die zweite Staffel auf Netflix bekommen. Bis jetzt finde ich es ziemlich cool. Ist halt Sci-Fi. Ich mag Sci-Fi. Ja, finde sie ganz cool. Ja. Klingt aber so ein bisschen wie Armageddon auch, oder? Ja, nur dass die halt da nicht, also bei Armageddon war es ja, oh, wir haben jetzt eine Mission, wir schicken da Männer rauf und die werden den Asteroiden zerstören. Uga-Jugga, so, ne? Aber hier ist es wirklich so, könnte man vielleicht einen Satelliten im Asteroiden lenken? Geht das? Was hätte das für Effekte? Atomraketen? Nein, das machen wir nicht. Und ja, dann müssen wir vielleicht eine spezielle Rakete erfinden, um den vom Kurs abzuleiten. Aber dafür fehlt der Antrieb. Man muss ja Geschwindigkeit aufbringen und bla. Und dann soll der diesen Antrieb entwickeln, Ionenantrieb oder sowas in der Art, so wie bei Star Trek. Wow. Aber ja, also es ist jetzt noch niemand ins Weltall geflogen, um das Ding abzufangen, weil er dann auch noch relativ weit weg ist. Also ein Schlag wäre in 6 Monaten. Und man hat, wie gesagt, die Bevölkerung noch nicht informiert, weil sie kein Aufstand und keine Anarchie verursachen wollen. Ja. Ich bin gespannt, worauf es noch, wie es noch weitergeht. Ich bin gespannt, wann denn wo der Cliffhanger ist. Weil, wie gesagt, zweite Staffel gibt es ja schon. Ja. Ich bin offen. Also ich finde es ziemlich cool. Was würdest du machen, wenn da ein Asteroid auf die Erde, wenn du weißt, in 6 Monaten passiert das? Boah, keine Ahnung. Ja, du hast ja jetzt die Informationen aus der Serie, was so andere Leute machen. Naja, die versuchen ja nur, das abzuhalten. Ich wäre jetzt quasi der normale Bürger, der Ja, von nimm daher mal von an, nichts weiß. du hättest diese Info. Was würdest du tun? Gute Frage. Keine Ahnung. Heulen erstmal. Nein, und Keine dann. Ahnung. Ich würde, glaube ich, Chris schnappen, den Hund schnappen und losfahren und noch irgendwas von der Welt sehen. Weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, ich glaube so ungefähr. Also Schwierige Frage. jetzt nicht sofort los, weil wenn man noch 6 Monate Zeit hat, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, aber sonst denke ich mal Weiß nicht, auch. was würdest du machen? Ja, also ich würde auch irgendwie. Wenn man schon dann drauf geht, dann wenigstens in einer schönen Ecke. Dann irgendwo, was weiß ich, da auf einer Insel. Wenn man das dann weiß, dann kann man ja, wir waren ja jetzt gerade in Ägypten oder so, das ist echt toll da unten und also da kann man ein bisschen noch schnorcheln bis dahin und irgendwie so monetäre Besitztümer sind ja nachher eh hinfällig. Also kannst ja eigentlich alles, was du gespart hast, irgendwie aufgeben. Brauchst ja nicht mehr. Wenn du das Glück hast und die anderen Leute wissen es noch nicht, kannst du vielleicht auch ein paar Sachen veräußern, die, wo du sagst, wo jemand anders sagt, ach, das kann ich noch brauchen oder so. Also, liebe Hörer da draußen, wenn ich plötzlich anfange, hier irgendwelches Equipment zu verkaufen, ja, solltet ihr mal hellhörig werden, vielleicht weiß der was, vielleicht kommt, passiert da was. Ja, und dann irgendwo eine schöne Ecke und da die restlichen Tage noch verleben oder so, weil, was willst du da sonst machen? Kannst ja dann sonst nichts machen, gerade wenn da so ein Asteroid einschlägt. Ich meine, da hat ja schon mal ein Asteroid die ganzen Dinosaurier ja, Ja. gekillt oder sowas. Da kannst du nicht viel machen. Dann ja, kannst du nur versuchen, die Zeit bis dahin irgendwie ein bisschen schön zu nutzen. Es gab mal einen coolen Film. Wie hieß der? Die Story war: ein junger Mann bekommt zufällig die Information. Also, es war irgendwie ein Film aus den 80ern, glaube ich. Muss ich dazu sagen. Ein junger Mann bekommt die Information, dass der Atomkrieg gestartet wurde, dass quasi die Raketen schon irgendwie auf dem Weg sind. Und man hat wohl irgendwie nur noch, weiß nicht, so und so viel Minuten oder sowas, bis die Einschläge kommen und die Regierung wollte auch diese Informationen nicht an die Bevölkerung rantragen, um eben irgendwie Panik oder irgendwas zu vermeiden oder sowas. Und da kommt aber jemand an diese Informationen ran und dann ist halt auch die Frage, ja, dann ist die Regierung, glaube ich, noch hinter ihm her gewesen. War ein ziemlich cooler Film. Weiß nicht mehr, wie der genau hieß. Vielleicht erkennt das jetzt irgendwie ein Hörer oder sowas. Den Film vom Namen her irgendwas mit, war das irgendwie 60 Minutes to Midnight oder irgend sowas?
aber der war irgendwie in 80er. Ich google mal kurz. 60 Minutes. Oh, da gibt es jetzt zig Filme, die so. Nee, 2017, das kann nicht sein. Nee. Also war irgendwie im Englischen war das irgendwie was mit so und so viel bis Mitternacht oder so ähnlich. Weil irgendwie Mitternacht. Nee, Mitternacht sollte irgendwas passieren oder sollte Mitternacht der Atomkrieg gestartet werden? War es sowas? Ich glaube ja. Wo dann ja die Rückschlagzeit ist ja relativ schnell. Die Antwortzeit von den Russen. Also damals war ja noch so dieser kalte Krieg, ja, wo man gesagt hat, okay, wenn wir jetzt schießen, dann antworten die innerhalb von so und so vielen Minuten, kommen die Raketen, denen ihre Raketen auf uns zurück und sowas. Und irgend sowas war das. Fand ich ziemlich cool. Und da ist halt auch die Frage gewesen, zum einen, was machst du? Wenn du diese Informationen hast, das tatsächlich passiert. Also zum einen war es dann so in dem Film, dem hat auch keiner geglaubt. Also seine Freundin hat ihm natürlich auch nicht geglaubt und so. Und dann waren aber so ein paar von der Regierung hinter ihm her, die wussten, dass er diese Informationen hat und wollten natürlich nicht, dass der die verbreitet und so. Cooler Film, vielleicht kennt ihn jemand. Den würde ich, glaube ich, auch nochmal gucken. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie der hieß. Jo. Also, Salvation kannst du empfehlen. Das ganze Thema mit, was da so mit Astronomie und so zusammenhängt, kann ja vielleicht unsere geschätzte Hörerin, die Steff, vielleicht mal was dazu sagen. Vielleicht hat sie da ja auch schon reingeguckt. Dieses mit dem Zerbrechen und sowas, ja. Ja, also ich kann es halt so sagen, wer auf Sci-Fi steht oder auf diese Art von Film mit oder auf diese Art von Geschichte mit Weltuntergang steht bevor und so und vielleicht auch mal über die ein oder anderen kleinen Details hinwegschauen kann, der hat, glaube ich, echt Spaß an der Serie. Jetzt habe ich gerade mal geguckt. Ich dachte, er hieß Midnight Run, aber das war auch wieder ein anderer Film. Der war mit Robert De Niro. Das war's. Lässt jetzt keine Ruhe, gell? Nee, ich habe gerade gedacht, das war ein cooler Film. Den würde ich vielleicht jetzt... Enthüllung um Mitternacht von 1939. Nein, der ist es auch nicht. Fünf Tage bis nach Mitternacht ist es auch nicht, obwohl der in die Zeit passt. Midnight Run. Ach nee, das war ja der mit Robert De Niro. Nee, ich weiß nicht. Vielleicht hat das auch jemand zufällig damals geguckt hier. Ja. Na gut, dann werfe ich mal einen Blick hier in die Kommentare. Wenn die Seite öffnet, weil da war nämlich ein bisschen was da, wenn ich das so richtig in Erinnerung hatte. Wir hatten ja letzte Woche den Film Wuff, der hat offensichtlich, also rein hörerzahlenmäßig, nicht so eingeschlagen. Das sind so Filme, die einen internationalen Titel haben oder so, die ziehen halt dann doch etwas mehr, wie jetzt da Predator Upgrade oder Die Unglaublichen oder sowas oder Black Klansman. Man hat doch die Hörerzahlen etwas höher. Also wir reden hier ja vor euch ungefähr die Hälfte nur von dem, was jetzt zum Beispiel die Predator-Folge hatte. Briefkasten. Ich guck mal rein in die Kommentare. Es gab zumindest aber mehr Kommentare. Also von mir aus können die Hörerzahlen runtergehen, wenn mehr Kommentare da sind. It's fine for me. Der Super Goofy hatte geschrieben, dass da was nicht funktioniert. Ja, das habe ich repariert. Der Thomas Holmer, hallo und Grüße. So wieder aufgewacht da. Lange keine Kommentare mehr geschrieben gehabt. Die Equalizer 2 hat er sich angeschaut. Nee, er meint, dass diese Fortsetzung keinen würdigen Schurken hat und die Dialoge wären träge zusammengestellt und auch die Kameraarbeit wäre träge. Alles, was man zu sehen bekommt, ist Denzels Kick-Hintern mit minimalem Charakterfortschritt. Wo der erste Teil so gut war, zieht sich die Fortsetzung träge dahin. 5 von 10 Punkten. Ja, Thomas, da kannst du mir vielleicht mal eine Frage beantworten. Im ersten Teil war es ja häufig so, dass der Denzel Washington, der hat ja so diese Situation immer so ein bisschen Maß genommen, hat das alles so analysiert. Was steht wo, welches Feuerzeug steht wo, wo liegt die Schere, wo liegt das und hat dann halt alles schon so ein bisschen im Kopf zusammengerechnet, was er wie benutzen will, gegen wen. Und ich habe irgendwo gehört, dass es in dem neuen Film nur so irgendwie in einer Szene nur am Anfang sein soll. Irgendwie so und dann gar nicht mehr und dann ist es einfach nur so ganz banal. Weil das war ja eigentlich gerade so das Coole, dass der sich das so vorher alles schon so durchgespielt hat, was er wie macht. Das wäre mal ganz interessant. Kannst ja mal antworten. Und dann hat er auch noch geschrieben zu Predator Upgrade. Die Bearbeitung ist grauenhaft. Es gibt keine Geschichte. Die Witze waren überhaupt nicht lustig. Oh, waren da Witze?
Okay. Die Schauspieler spielten grauenhaft. Na, ja, ja, na. Die haben halt, sag ich mal, das Beste aus der Rolle halt irgendwie gemacht. Ne? Der Film verschwendet so viel, macht vieles kaputt. Mir fällt nur ein, Saints Row trifft auf Predator. 1 von 10 Punkten. Ja, also über Predator Upgrade habe ich ja nun wirklich schon viel verloren. Habe ich schon abgerantet, wie enttäuscht ich davon bin. Und ich hatte echt gehofft, dass der irgendwie cool wird und so. Habe extra vorher noch die anderen geguckt, die auf Sky liefen. Da hätte ich meine Premiere gesagt, die auf Sky liefen. Ja, aber nee, hat nicht sollen sein. Schade. Aber das waren die Kommentare. Danke für die Kommentare. Bin dann auch wieder gespannt. Ich habe halt in dieser Sendung auch ein paar Fragen gestellt, wo ich wirklich mal eine Meinung hören würde. Gerade dieser Film mit Mitternacht oder so. Vielleicht kennt ihn jemand. Vielleicht gibt es den sogar irgendwo, dass man den gucken kann. Ich würde ihn sogar, glaube ich, jetzt nochmal gucken. Also wenn ich den jetzt gleich hätte, ich würde ihn jetzt sofort dann nach der Sendung, nach der Aufnahme, würde ich ihn jetzt gucken. Ja, ich bin gerade so, weil ich habe so viel vergessen von dem Film. Ich weiß nur noch, dass er halbwegs gut war. Und das wäre jetzt die gute Gelegenheit, um mal zu sagen, ich gucke jetzt nochmal den Rest an, weil ich habe so viel vergessen, dass der vielleicht wieder spannend ist. Aber spannend ist auch, was ihr aber über unsere Affiliate-Links gekauft habt, denn der Kinocast lebt von euren Spenden, die da eingehen, zum Beispiel über eure Amazon-Einkäufe. Das heißt, ihr klickt dann irgendwas, so eine Filmempfehlung, die wir da abgeben, oder an der Seite gibt es so ein kleines Banner. Dann landet ihr bei Amazon. Und alles, was ihr dort bestellt, dafür kriegen wir eine kleine Provision. Das ist jetzt nicht die Hälfte, das sind irgendwie so 1% oder 2 oder 3 manchmal, je nach Artikel. Das ist nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist, hat meine Oma mal gesagt. Und so möchte ich mich diese Woche bedanken bei, was ist denn das? LG IT. Ein geiler Monitor. Boah, ein LG, ein 34, was ist denn das? Der hat einen Monitor auf jeden Fall. Der hat aber nicht das normale Maß. Ach, hier steht es, 21:9 Cinema Screen Format. Boah, das ist ja geil. Ein 21:9, 34 Zoll. Das ist ja der Hammer. Da kannst du quasi so CinemaScope-Filme schauen, ohne schwarze Balken. Ja, fetzt. Sagst du gar nichts, oder? Nö. Der kostet aber auch ganz schön, ey. Das glaube ich, wenn das so ein guter ist, dann... Ich ja. Weiß bloß nicht, ob man damit auch Spiele machen kann oder ob der jetzt eher für solche Sachen... Oh doch, hier steht da. Curved, der hat 1,9 Meter, hat der. Curved macht der auch Curved? Also ja, so leicht, genau, leicht gebogen. Totale Immersion beim Gaming, steht hier extra da. Aber kostet 719 Euro. Boah. Ist natürlich ein ganz schönes Brett, aber ich denke mal auch so Grafikbearbeitung oder so macht sich da bestimmt gut auf so einem Monitor. Dann eine Apple Magic Tastatur mit Ziffernblock. Eine weiße Tastatur. Oh, was kosten die Apple Tastaturen? 134 Euro. Ach du Schande. Ich habe mir jetzt gerade eine Gaming Tastatur bestellt gehabt bei eBay, wo man auch so Makros drauflegen kann. Das ist geil, da hast du so eine ganze Reihe oben mit Makro-Tasten und hast auch unten beim Daumen, der normalerweise ja nur für die Space-Taste da ist, von der linken Hand, hast du so 3 Tasten, wo du so Makros drauflegen kannst. Ja, und die hat ja gerade mal weniger kostet als diese, aber sieht natürlich schönes, schlankes Design da, diese Apple-Tastatur. Dann die Todesgondel. Oh, was ist denn das? Die Todesgondel von John Sinclair. Da hat jemand eine Audio-CD ist es. Wollte gerade sagen, früher gab es von John Sinclair solche Heftchen. Die habe ich immer gern gelesen. Kennen Sie die eigentlich, John Sinclair? Ja. Waren immer coole Storys, fand ich. Und dann hat noch eine CD Engel von John Sinclair. Nicht von Rammstein, sondern von John Sinclair. Dann, das nicht. Was ist das? Rosewood Boredom Breaker Activity. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ein Spielzeug für Tiere, nehme ich an, das nicht langweilig wird. Und Irish Heart Live. Was ist denn das? Neue CD von der Kelly Family? Tatsächlich!
Tatsächlich, neue Angelo Kelly und Family live. Irish Heart. Ja, ja, aber das ist ein Angelo und seine Familie, oder? Oder ist das die ganze Kelly-Familie? Angelo Kelly und Family. Ja, seine Familie, ja. Aber dann sieht man hier so, ich weiß nicht, ob das nur seine, ich weiß, ich kenne mich da. Das sind wahrscheinlich dann seine Kinder. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Bei denen hier sieht man auch Bilder bei Amazon natürlich, aber 39 Euro. Ach so, Blu-ray, CD plus Blu-ray plus CD plus DVD Boxset. Das ist ja quasi alles drin. Ja. Na gut. Irish, weiß nicht, was sind da für Titel? Stehen da Titelnamen? Ist das Irish Folk oder sind das eigene Sachen? Steht nicht da. Okay. Aber die Fanbewertungen hier, die sind ja irre. Hier gibt ja keiner weniger als 5 Sterne. Ja. 22 Rezensionen, alle 5 Sterne. Nee, ach du, nee. die haben halt immer eine Fangemeinde. Also es ist ja einfach so. Einer gibt nur 4 Sterne. Das haben wir auch gehört. Einer gibt nur 4 Sterne. Und mich wundert sehr, dass der nicht angefeindet wird von den anderen allen. Weil er nur 4 gibt, ja. Ist wirklich gelungen. Ja. Den anderen fehlt mir etwas die Power, was das Album aber nicht weniger ansprechend macht. Okay, ja, also neue CD, Kelly Family. Danke für den Kauf hier und damit die Unterstützung des Kinocasts. Wer uns sonst noch unterstützen möchte, muss nicht unbedingt was kaufen. Der kann auch einfach einen Kommentar schreiben zum Beispiel. Da freuen wir uns sehr, wenn das ein bisschen lebt, das ganze Thema. Dann könnt ihr uns natürlich auch, könnt uns nicht nur auf kinocast.net kommentieren. Es wird ja zum Beispiel auch auf Facebook gepostet, könnt ihr auch was drunter schreiben. Oder auch teilen, ist immer sehr schön, wenn ihr anderen Leuten die Sendung empfiehlt. Dann ja, auf Twitter poste ich es auch immer, könnt das auch teilen. Mein Instagram-Kanal Kinocast, da habe ich jetzt vorhin gerade auch während der Aufnahme einen kurzen Clip gemacht, hier, damit ihr mal das sieht, wie das hier aussieht. dem könnt ihr auch folgen und ruhig auch Kommentare irgendwie dalassen. Ich habe jetzt eine Möglichkeit bekommen, dass wir die Sendung auch bei Spotify hosten können. Da sind jetzt mittlerweile auch schon einige Podcasts und da ich selber auch Spotify ja nutze und da auch so 2-3 Podcasts drüber höre, spiele ich mit dem Gedanken, jetzt auch einen Kinocast dort mit unterzubringen. Also folgt am besten der Kinocast Facebook-Seite oder Kinocast auf Twitter. Da werde ich dann solche Sachen immer ganz aktuell verkünden, falls es dann ist. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen Link gibt, den ihr da irgendwie oder einfach nach der Sendung suchen oder so. Wahrscheinlich. Jo. Ansonsten, ihr könnt auch direkte E-Mails schreiben, zum Beispiel an die Kate, also kate@kinocast.net oder an meine Wenigkeit, eric@kinocast.net mit C, Eric. Oder an Chris, wenn ihr schreiben wollt, ey Chris, was los, alte Nase, warum bist du nicht da hier? Lässt hier die Zweier reden hier, das Niveau ist gleich gesunken hier, seitdem du nicht da bist hier und kein Eishockey mehr und nix. Dann schreibt an chris@kinocast.net, macht da ein bisschen Druck, dass er nächste Sendung wieder dabei ist. Und ansonsten sind wir jetzt eigentlich durch, ne? Ja. Dann viel Spaß im Kino. Guckt coole Filme. Horror Oktober steht an. Horrorfilmchen gucken, aber es laufen auch coole Filme im Kino. Haben wir ja vorhin bei den Neustarts und in den Charts genannt. Lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche. Danke, Kate, fürs Mitmachen. Tschüss, bis morgen. Immer wieder gerne. Tschüss. Bis bald im Kinocast.